Die sind halt ein bisschen langsam hier auf der Hanfplantage, ne? Wer verübelt ihnen denn das auch? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Gewürzfarm, weil wir noch keine Handelsroute eingestellt haben. Dann machen wir das jetzt so. Wir werden das Holz hier rüber transportieren. Wenn das geht. Ich dachte, das würde gehen. Ich schmeiß das mal über Bord, dann kann er das aufnehmen. Und dann werden wir hier diese Mission ausführen. Ach, da müssen wir eh nur hier runter. Da müssen wir nur hier runter und dann machen wir die Handelsroute, damit hier eine Gewürze kommt zum Erliegen. Ah, was habt ihr hochtransportiert werden. Wir bekommen Seile. Ist gut für die ersten Schiffe. Wir bauen als nächstes am besten die Werft. So. Ah, können wir wieder nicht alles einlagern. Schau mal, ob wir upgraden können. Sehr gut. Rein damit. Alles rein. Dass keine Miete zahlt. Und wir schicken Daria auf Tour. Und zwar für Gewürze. Von Ranzingen wird hier eingelagert. Datteln brauchen wir nicht. Und in Wolfshafen wird ausgelagert. Dann sind die nämlich schon mal froh, dass die Gewürze bekommen. Gut. Ansonsten haben wir gesagt, wir bauen einen Hafen. Eine kleine Werft hier oben. Machen wir ganz hier oben. Und bauen jetzt... Wir könnten jetzt schon mal ein kleines Handelsschiff bauen, das wir dann hier rüber für die Produktionsbetriebe schicken. Das können wir machen. So, Holz ist momentan genug da. Die Leute sind noch nicht zufrieden. Aber demnächst müsste eigentlich dann unser Gewürzschiff kommen. Und dann geht hier die Post ab. Da unten kommt schon. Es wäre ratsam zu zahlen. Jetzt hör mal auf, jetzt kommt er schon wieder. So, haben wir jetzt Gewürze bekommen. Jetzt sind 40 Gewürze schon mal da. Das heißt, hier steigt der Verbrauch. Sehr schön. Es wäre ratsam zu zahlen. Ah, ich zahle schon. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Sahid. Hat die Schnauze. Ein Loch in die Geldbörse. Die Werkzeugmacherei hat vorhin aufgehört zu produzieren. Jetzt geht's wieder. Ah, wahrscheinlich, wenn, weil das Lager dann voll ist. Okay. Können wir denn hier oben auch schon upgraden? Jawohl. Gleich mal schön die fetten Häuser hier hersetzen. Wir könnten es leisten, das alles. Und die Pinta wird jetzt hier rüber gehen. Was bauen wir denn als nächstes? Was bauen wir als nächstes? Dorfbrunnen. Also die ganzen Verschönerungen hier, wie Baum, Dorfbrunnen und so weiter, was es dann noch alles so gibt, habe ich eigentlich nie gebaut bisher. Seilerei für mehr Schiffe, momentan noch nicht. Wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere 355 Bürger bekommen. 297, das geht relativ schnell. Und vielleicht fangen wir, bevor wir das machen, fangen wir wirklich an, dass wir die Produktionsbetriebe gleich mal auslagern. Ich würde das gerne hier drüben haben, Mensch. Ich würde das gerne hier drüben haben. Aber die stören noch nicht. Die stören einfach noch nicht. Deswegen lassen wir das noch. Also wir bauen ein paar weitere Häuser. Wir haben ja genügend Holz.
Und bauen hier mal weiter. Und müssen dann schon mal bald einen neuen Marktplatz bauen. In Anno 1800 kann man ja hier so schön aufziehen, quasi, ne, dass man hier so ein 6x2, 3x2 aufzieht. Das geht hier leider nicht. Was sehr schade ist. Gut, dann können wir hier auch noch voll machen. Hier drüben. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Ich glaube nicht, dass wir hier mit dieser Insel, selbst wenn die Produktionsbetriebe weg sind, glaube nicht, dass wir hier auf die 5000 Adeligen kommen. Das wird wahrscheinlich zu wenig Platz sein. Ob ich die gegen die KI spiele? Naja, es gibt schon KI-Gegner, aber das ist eher ein Szenario, keine Sandbox. Und ich glaube, in dem Szenario ist nicht momentan noch nicht vorgesehen, dass wir irgendwie angegriffen werden oder so. Der hier hat sich jetzt zwar schon eine Insel gekrallt, aber ich weiß halt nicht, ob der, weil der hat ja angefangen und hat hier alles schon stehen gehabt. Also der war da relativ flott. Der hat einen riesen Fluss, der wäre auch gut für uns. Wo hat er denn sein? Was ist euer Begehren? Wilhelm van der Maat. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein Mitspieler schon ist. Auf alle Fälle ist er hier eher auf der Ostseite. Wir sind auf der Westseite und hier unten ist halt hier zum Beispiel der, was willst du? Der blöde Pirat noch. Was sieh haben wir denn hier? Dir dieses Schiff an, die Königin der Meere. Ein kleines Handelsschiff bietet er uns an. Brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ich werde mal ablehnen. Halte mich nicht zum Narren. Vielleicht, oh, vielleicht bleibt das ja immer noch hier. Und wir können das später kaufen. So, hier drinnen noch irgendwas Interessantes. Wir könnten mal was freischalten. Neue Waren zum Beispiel. Würde ich aber eher erst hier oben freischalten. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Handelsware und für jeweils 50 Punkte. Was hat er denn? Seile könnte man gebrauchen. Oh, Weizen. Haben wir Weizen? Wenn nicht, dann können wir gleich mal das Saatgut holen. Zum Beispiel hier ausschmeißen. Weizen brauchen wir ganz zum Schluss viel. Wir haben hier Weizen. Das ist aber schlecht für uns. Das ist aber schlecht für uns. Wir holen uns Weizen und werden das hier aussäen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn er es gerade hier anbietet, dann passt das doch. Ich finde das Spiel so beruhigend, so angenehm. Meine Lager stehen. Einmal Weizen. Wir holen uns auch nochmal so eine Schenkungsurkunde. Für 100 hauen einfach mal die ganzen Punkte auf den Kopf. Macht ja auch nichts. Bring die hier noch schnell hier runter. Der Sultan wäre oder Wolfshafen ist gewachsen. Sehr gut. Das heißt, wir können weitere Gebäude bauen. Schenke zum Beispiel ist wichtig. Seilerei jetzt noch nicht so wichtig. Reparaturkran wäre eventuell mal wichtig, wenn wir ihm kein Schutzgeld mehr zahlen. Ihm hier. Momentan halte ich die Kohle noch einigermaßen für moderat durch die ganzen Quests, die wir hier machen. Bekommen wir nämlich immer mal wieder 1.000-2.000 Goldstücke und können ihn dann wieder schön bezahlen, ohne dass das jetzt hier großartig bei uns ins Gewicht fällt. Eine Kiste treibt gut. Ja, prächtig. Richtig. Wollt ihr hier mit eurer Anerkennung? Das ist mir ein Anliegen. Ich bin so, wo müssen wir denn hin? Dass ihr in dieser Sache Erfolg ganz hier hoch müssen wir. Die Frage ist natürlich auch,
ob wir das Saatgut nicht hier auswerfen. Hier hätte man nämlich noch viel, viel mehr Platz. Dass wir sagen, hier oben... Ah, nee, aber wir müssen hier rein, weil wir hier auch den Fluss brauchen. Das heißt, das muss Produktionsstätte werden. Das muss einfach so werden, weil wir den Fluss später brauchen. Und hier unten ist kein Fluss. Also nachher werden wir wahrscheinlich hier einfach unsere Stadt auslagern. In dem Bereich. Nachher. In 20 Stunden oder so. Man meint immer, man ist da relativ schnell durch. Und da baue ich schnell hier und hier und hier. Und dann ist das schon erledigt alles. Aber das ist unglaublich, wie lange das sich das alles zieht. So, also wir bringen noch schnell das Saatgut hier her, bevor wir das Treibgut runterbringen. Und setzen das ein. Die Saat ist ausgebracht. Gut. Und bekommen, denke ich mal, wieder entweder Ruhm oder Geld. So, dürfen die jetzt aufsteigen? Die dürfen eigentlich aufsteigen. Wir brauchen nochmal einen Fischer. Da sind wir jetzt spendabel. Machen wir gleich mal zwei Fischer. In irgendeinem Vorgängerteil war es so, dass man nur in bestimmten Gebieten Fischer hinsetzen konnte. Also nicht jetzt so wie hier, einfach hier alle nebeneinander und dann fahren die hier schön raus und fischen alles weg, sondern hier gab es irgendwie so Kreise. Die hatten auch einen Fischumfang, genauso wie zum Beispiel hier oben unsere Mine, hier mit den 1387. Die wurden dann abgefischt. Fand ich nicht so schön, die Lösung. Ich mag es nicht, wenn irgendwie hier so Zähler sind, die das alles so limitieren. Hier ist es kein Problem, weil wir die ganzen Minen und die ganzen Ressourcen immer wieder auffüllen können. Das heißt, dann müssen wir halt etwas Kohle investieren und bekommen wir wieder eine komplett frische Mine. Und später, da wir dann sowieso schon so viel Geld haben, ist das dann egal. Kann ich dem Sultan von euch schön. 1500, sehr schön. Eure Taten sind überaus. Es ehrt mich. Aber das ist halt, im Vorgänger war das nicht so schön, finde ich jetzt. Wir schauen mal eben hier rein, ob wir hier was brauchen können. Wir können ja freischalten, nochmal für 50 Punkte jeweils. Ein kundiger Schiffsmart kennt sich an Bord bestens aus. Reduziert Verlangsamung, erhöht Geschwindigkeit. Saatgut Ton. Wir haben... Haben wir Ton? Irgendwo? Aber wir haben noch keinen Ton. Hier Ton. Wir müssen hier auch nochmal ansiedeln. Hier unten. Wir brauchen Ton. Spiel gespeichert. Auf alle Fälle. Was ist das denn? Mandeln. Mandeln werden wir normalerweise nicht mehr brauchen für diesen Durchgang. Also, wir haben hier ein bisschen Werkzeug. Ach, das ist gar kein Werkzeug. Doch. Wir haben hier Werkzeug, das wir mitnehmen. Das würde ich gerne einlagern, so. Und Holz natürlich auch noch. Und ein paar Steine. Eingekauft wird jetzt nichts mehr. Nee, okay. Und dann werden wir hier unten auch nochmal ein Kontor bauen. Das Gute ist, wir brauchen jetzt nicht mehr die ganzen... Ah, hier ist auch ganz schön viel Grün hier. Wir brauchen jetzt nicht mehr die ganzen Nomaden bauen. Wir können hier sofort nur noch die Produktionsstätten bauen, was richtig gut ist. Was leider in Anno 1800 schlecht ist noch. Ja, weil da muss man ja auch dafür sorgen, dass nochmal Arbeiter auf der Produktionsinsel sind. Auf jeder. Wo man... produziert. Das soll dann irgendwann mit Stufe 4 oder so anders sein, aber ganz zu Anfang ist es ein bisschen nervig. So, wir bauen hier... Welches Bauvorhaben plant ihr? Eigentlich brauchen wir hier noch gar nichts, weil wir noch keinen Ton anbauen können, oder? Wir können noch keinen Ton anbauen. Brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Egal. Wichtig ist erstmal, dass wir hier die Insel gesichert haben. Und ich hoffe mal, dass die auch keiner angreift. Solange wir noch einigermaßen im Frieden sind. So, Pinta. Pinta war dafür gedacht, dass die Waren von hier rüberbringt.
Was bauen wir denn als nächstes? Wir brauchen mehr Leinenkutten. Und eine Schenke. Okay, dann machen wir es doch so. Dann fangen wir an, hier drüben, mit der Leinenkuttenproduktion. Genauso machen wir es. Leinenkuttenproduktion. Wir warten kurz, bis unser Schiff mit den ganzen... Eigentlich könnten wir mit dem gleich rüberfahren. Aber wir haben hier noch 25 Steine. Ich will ja bei den Produktionsbetrieben will ich immer Steinwege bauen, damit die Karren sich schneller bewegen. Hier ist es in der Regel wurscht bei den Leuten. Aber bei den Produktionen finde ich es immer sehr wichtig. Nehmen alles mit. Genauso alles Holz. Das können wir sowieso irgendwann noch brauchen. Dann legen wir hier los auf unserer Produktionsinsel. Erstmal natürlich mit Warenhäusern. Damit wir hier schön Platz schaffen. Machen wir es mal so. Ich würde das gern irgendwo hier oben basteln, hinbasteln. Die Sohle nehmen wir mit hier. Im Eck. So. Machen wir es mal so. Vielleicht müssen wir irgendwann auch noch Fischereien bauen. Okay. Dann bauen wir Hanfplantagen. Und zwar nicht zu knapp. Also jetzt erstmal schon, aber später brauchen wir dann bestimmt irgendwie so 10 Hanfplantagen. So. So. Machen wir mal 3 und 2 so Kuttenfarmen. Wir haben noch 29 Steine. Dann bekommt unser Schiff den ersten Auftrag. Ah, können wir nicht alles einlagern hier? Können wir vielleicht nochmal irgendwas bauen, was wir eventuell später noch brauchen? Steinproduktion will ich noch nicht machen. Most zum Beispiel. Mosthof können wir schon mal bauen. Dann bringen wir, das sind erstmal die Grundbedürfnisse, dann bringen wir auch noch einen Mosthof hier unter. Am besten hier in der Nähe irgendwo. Dann bleibt das hier oben erstmal Bereich für die Leinen. Und hier unten machen wir Mosthof. So, ungefähr. Machen wir mal 3 Stück auch. Hallo PS4-Controller. So, wenn später der Platz dann irgendwie nicht ausreicht, müssen wir halt die Felder manuell sortieren. Gut, das heißt, für unsere Möwe gibt es eine neue Route. Und zwar einmal Most und... Wie war dann der Name? Most und Leinenkutten. Ich habe gerade gesehen, wir können ja auch upgraden. Wir machen das mal. Und Leinenkutten. Leinenkutten. Und zwar vom Kontor in Scheffelsberg wird eingelagert. Und im Kontor Wolfshafen ausgelagert. Easy peasy. War das Pinta? Nee. Möwe. Und? Sie fährt erstmal leer. Wieso ist da nichts? Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät. Da war noch nichts drinnen. Most. Okay, wir werden das mal verfolgen.
Nein. Fährt hier ran, obwohl nichts drin ist. Na gut. Ihr letztes Wasser. So, Noria ist jetzt auch schon wieder leer. Aber erstmal müssen wir hier prüfen, ob diese Transportroute passt. Wunderschön. Und ist auch gar nicht mal so weit jetzt entfernt. Also das passt auch. So, Noria auffüllen. Das habe ich gemeint, ne? Die Noria hat ja auch einen bestimmten Wert, was die fördern kann. Aber mit gewisser Kohle einfach mal wieder hier die ganze Noria neu auffrischen. Dann passt das. Wir haben hier ein bisschen zu viel Datteln gebaut, würde ich mal sagen. Und die haben natürlich jetzt auch Bedürfnisse, aber wir brauchen das noch nicht. Momentan reicht erstmal die Gewürzproduktion für uns. Und erst wenn wir mehr Sachen brauchen im Orient, dann können wir das auch in Auftrag nehmen. Moment, jetzt habe ich hier Möwe. Möwe ist ja ganz falsch. Pinta muss das machen. Stopp, 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 stopp. Das muss ja Pinta machen. Weil die Möwe ja unser großes Schiff ist. Das hat nämlich 4 Felder und in der Pinta, im Kleinhandelsschiff, haben wir nur 3 Felder. So, wir behalten das mal im Auge und hoffen, dass die Zeitspanne zwischen den zwei Inseln, wo einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her, wo jetzt hier hin und her gefahren wird, dass dann die Zeit ausreicht, dass die nicht alles wieder verbrauchen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Yep, das ist hier oben jetzt natürlich, weil wir nicht mehr viel Werkzeug verbrauchen. Wir können jetzt theoretisch die Hanfplantage hier abreißen. Wir schauen mal rein. Also, gut gefüllt momentan. Einer der Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay. Und wir brauchen eine Schenke. Eine Schenke, die wir direkt hier schön reinsetzen. Oh, der arme Kerl hier drüben. Den erwischen wir. Ah, doch, wir erwischen jetzt alle. Wenn wir es genau in die Mitte reinsetzen, erwischen wir alle. Auch den hier unten und den hier oben. Okay. Ah, das ist so eine wunderschöne Stadt. Gut. Reparaturkran. Wir können ja schon mal anfangen. Ah, mir gefällt das nicht, dass die ganzen Fischer hier sind. Ich würde die gern auslagern. Die nehmen ja nicht viel Platz weg. Das heißt, die können ruhig auf der Insel auch bleiben. Dann sparen wir uns den Hin- und Hertransport. Aber ich würde die gern zum Beispiel hier rüber lagern. Dann bauen wir hier ein Handelshaus her. Und basteln dann hier die ganzen Fischereien ran. Ich glaube, das ist ganz gut. Wie viel haben wir jetzt? 3 Stück. Dann reißen die dann auch wieder ab, natürlich. 1. Okay, das geht nicht. 2, 3. Dann haben wir nämlich hier unten schön Platz für unseren Hafen. Hier wäre zwar auch ein schöner Platz für den Hafen, aber jetzt haben wir hier schon begonnen mit der Besiedelung, beziehungsweise das wurde ja vom Spiel so vorgegeben. Dann soll es auch so bleiben erstmal. Gut. Die Holzfäller könnten wir eventuell auch nochmal wegmachen. Vielleicht umsiedeln hier hoch. Wenn wir hier schon... Dann setzen wir die beiden Holzfäller erstmal hier hoch. Jetzt geht es nämlich los mit dem Schönbauen, ne? Dass man quasi ein bisschen jetzt optimiert. Wir sind immer noch im Plus von der Kohle. Sieht ganz gut aus. So, wir warten mal kurz, bis wir genügend Steine haben. Und hauen hier unten die dann weg. Theoretisch könnte man hier unten auch noch ein bisschen unsere Häuser dann ausbauen, dass wir vielleicht nochmal einen Marktplatz hierher setzen. Aber alles schön der Reihe nach.
Also, ich hätte gern einen Reparaturkran gebaut. Damit wir uns vielleicht auch mal dann da brauchen wir Patrizier für Kriegsschiffe, damit wir uns eventuell die Schiffe reparieren lassen können. Aber wir warten mal ab. Aktuell ist es noch nicht notwendig. Was wir brauchen, ist auf alle Fälle eine Feuerwache mit 10 Steinen. Da sieht es jetzt etwas mau aus mit dem Platz.